Und weiter geht's. Oh, ich finde das mit den Emotes genial. Vertragliche Verpflichtung. Moment mal. Ich habe mit der Kleinen nichts vertraglich vereinbart. Der sieht schon so böse aus. Ich meine, wenn die Kleine schon, die eigentlich total goldig und total lieb ist und mit allen befreundet sein will, schon so komisch guckt. Na gut, wollen wir mal. So, nutze. Du bist auch schon hier? Was für eine Schande. Ey! Nicht alles, was ich verkaufe, ist wertvoll. Ich verkaufe auch schreckliche Anstrecker. Gut, das kaufe ich mir mal. Erlaubt dir einen weiteren Anstecker auszurüsten. Super. Die Frage ist... Boah. Super. Hut mit Anstecker. Upgrade deinen Sprinthut zu einem Roller. Oh, cool. Ja, wir haben jetzt die dritte Upgrade-Stufe. Das ist super. Aber... Also hier können wir nicht durch. Das bedeutet... Also noch nicht. So, erstmal ein bisschen Kohle sammeln. So, was haben wir denn hier? Diese Steuerung ist mir wesentlich angenehmer. Hey, warte hier! Hier ist ein Briefkasten. Wo lockt der uns hin? Hey! Alter, das ist ja gemein. Lasst uns hier raus. Ey. No way. Oh. Oh. Dieser Lümmel. Hey, wer bist du denn? Ah. Na, du hast es vermasselt, komplett vermasselt. Keiner betritt meinen Wald und verlässt ihn an einem Stück. Ich sag dir was, warte eine Minute. Du darfst leben. Du hast richtig gehört, du Glückspilz. Normalerweise würde ich deine Seele essen und deinen Körper wegwerfen, aber heute nicht. Du hast die Lotterie gewonnen, denn ich benötige einen hirnlosen Sklaven. Du hast richtig gehört, der andere ist gestorben, sein Kopf ist geplatzt. Jetzt brauche ich einen neuen Laufburschen. Hör gut zu, ich habe hier ein Stück Papier. Kümmere dich nicht um das Kleingedruckte. Du musst nur hier unten unterschreiben. Vertrag. Säubere den Subkornbrunnen. Finde das Subkorndorf. Töte die Geister. Säubere den Subkornbrunnen. Die folgenden Gebiete des Waldes werden verfügbar sein. Akt 1 und 2. Ich werde folgende Geisel nehmen. Deine Seele. Aber behalte alles, was du auf dem Weg findest. Komm schon. Mach das nicht schwierig. Du hast nicht wirklich eine Wahl. Unterschreib das Papier. Na gut, wir müssen es sowieso machen. Also von daher möchte ich auch gar nicht... Oh, das ist cool. Das ist eine schöne Unterschrift. Aber da können wir nicht viel machen. Da schließt den Deal ab. Wir sind im Geschäft. Ich nehme das hier nur kurz. Nein! Meine Seele! Du fühlst dich außerordentlich leer von innen an. Ups, deine Seele gehört jetzt mir. Aber keine Angst, wenn du deine Aufgabe schnell erledigst, bekommst du deine Seele wieder. Und vergiss bloß nicht unseren Vertrag. Ich habe ihn in dein Startmenü getan, damit du ihn nie aus den Augen verlierst. So, hier ist der Kontakt. Alles klar. Komm, lass gut sein. Also hier kann man sich auch hinsetzen und einfach mal entspannen und chillen. Kann man nehmen.
So, wenn du diese Teile nimmst, die kannst du werfen und die... Genau, die fangen dann an. Du hast echt gruseliges Garn. Dazu benötigst du 12 Einwohnergarn. Da können wir uns einen neuen Hut stricken. Ist die Frage, haben wir denn... Nee, wir brauchen noch einen. Gut. Dann können wir nämlich eine neue... Dann haben wir ein neues Hütchen. Für die Kleine. Super. Wir brauchen einen Mischmaschhut. Können wir hier ein paar Gräber schänden. Nicht nachmachen, Kinder. Nicht nachmachen. Kann man viel Kohle kriegen. Das muss man lassen. Warum müpfst du das denn automatisch dahin? Ah, das macht's automatisch. Okay, ich dachte, ich muss da so ein bisschen zielen, aber es geht auch so. Okay. Wir sind sozusagen so Feuergeister in Fuchsform. Finde das Subkondorf, töte die Geister. Okay, wir müssen irgendwie die Geister uns den Geistern entlegen. Ja, wir sind auch schon wieder fast reich. Ist doch super. Bei den Dingern aufpassen. Da kommen Spinnen. Die gehen einem auf den Sack. Ja, bei Aliens wahrscheinlich irgendwie so ein Schleimbeutelsack oder was weiß ich. Ich meine auf jeden Fall was anderes. Och nee. Hallöchen! Du hast mich doch nicht vergessen, oder? Sag mir nicht, du hast mich vergessen. Wie geht's? Arbeitest du gerade an deinen vertraglichen Verpflichtungen? Hoffentlich, denk an unseren Deal. Zieh dir das rein. Diese nervigen Feuergeister sitzen mitten in meinem Dorf. Ihr kleiner Tanz schafft, erschafft diese unglaublich nervige Barriere, die mir den Zugang zu meinem Wald blockiert. Es ist fast so, als würden sie versuchen, mir den Garaus zu machen. Wie niedlich. Werd sie los. Mich kümmert es nicht, wie du es machst. Hauptsache ist, dass sie leiden müssen. Jedenfalls zurück zur Arbeit, Soldat. Das hier ist kein Urlaub. Ich werde langsam ungeduldig. Alter, lass mich doch erstmal hinkommen. Ja, wir müssen sozusagen diese Teile verbrennen. Wir wollen sterben. Yay. Wir wollen hell brennen und dann erlöschen. Eine Rauchwolke werden. Unser Lagerfeuer braucht mehr Brennstoff. Nur die feinsten Bilder funktionieren. Kannst du uns helfen? Ja, genau. Also wir müssen jetzt hier diese Bilder finden und die da rein... wie heißt's? Schmeißen. Aber natürlich sind die Bilder nicht einfach so frei. Von daher müssen wir schon... Gut, hat aber geklappt. War aber nicht das Richtige. Schade. Super, aber so kriegen wir das Ding auch auf. Okay. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen, wenn wir diese Dinge in der Hand haben. Dass wir nicht zu nah rangehen. Sondern es muss schon passen. Come with me. Oh, die Kleine ist goldig. Ernsthaft. Wir können natürlich keinen Doppelsprung machen, wenn wir das Bild tragen. Das bedeutet, wir können wirklich nur einfache Sprünge machen. So, okay. Das nehmen wir mal mit. Ich will da unten auch noch rein. Ich habe zwar keine Ahnung, was da... Ah, das war dumm. Egal. Cool, Schatz, wir haben Schatz gefunden. Es ist schwer, mit diesen Einwohnern zu reden. Ja, dann wäre es vielleicht gar nicht so unschlau, wenn ihr es einfach lassen würdet. Es gibt Menschen, die wollten halt nicht sprechen.
So, ich kann also auch von hier rein. Okay, die Frage ist, möchte ich da rein? Ja, ich muss da rein. Die Musik hier ist auch nicht schlecht. Die ist eigentlich an sich auch sehr geil. Nein! Mein Fehler. Zum Glück kommen die Pflaumen wieder. So, das Ding müssen wir nehmen. Und dann werfen. Super. Ach so, ja, es ist nur so ein Garn, okay. Na gut, na gut. Stimmt, stimmt. Ist schon gruselig hier. Ist ein Spiel möglich für kleine Kinder? Glaube nicht. Können wir hier irgendwie das so ein bisschen kaputt machen? Nee, können wir nicht. Okay. Gut, hätte ja sein können. Hätte ja sein können. So, lass mich mal ganz kurz. Da oben ist noch ein Bild. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Und da oben. Okay, da muss ich aber nirgends hin. Also da muss ich nichts auseinanderreißen. Doch, 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 doch. Ich will mal was probieren. Hier unten ist ein Baum. Kann ich da rein? Ach so, ja. Okay, okay, okay. Dann egal. Ich dachte, also mein Gedanke eben war, dass diese Spinnenweben vielleicht Probleme machen könnten. Aber dem war ja nicht der Fall. Burn. Wir wollen sterben, yay! Wir wollen brennen und dann... Ja, komm, hier passt schon. Also die sagen uns, glaube ich, alle das Gleiche, dass sie hier irgendwie sterben wollen und keinen Bock mehr haben und hast du nicht gesehen. Und ja, nur die Bilder funktionieren halt. Bitteschön. Verbrennt. So, jetzt ist natürlich hier alles frei. Super, säubere den Subkornbrunnen. Der schon wieder. Gut gemacht. Bitte sag mir, dass sie gelitten haben. Du hast sie getötet, oder? Ich wette, du hast sie erdrosselt. Gutes Mädchen. Glaube aber nicht, wir sind schon fertig. Es sind noch mehr als genug Plagegeister in meinem Wald und du musst dich um sie kümmern. Das als nächstes in meiner, auf deiner Liste säubere den Subkontrollen. Das ist richtig. Du bist jetzt ein Klempner. Nee, ich bin kein Mario. Glückwunsch zu deiner Beförderung. Ich habe auch noch andere Arbeit für dich, die ich nicht selbst machen kann. Aber hey, solange ich dich brauche, bleibst du am Leben. Was für ein Deal, oder? Genug geredet. Du siehst aus, als könntest du mehrere Dinge gleichzeitig bewältigen. Mir wär's mit einem weiteren Vertrag. Nimm einen, aber nur einen. Ist es nicht spannend, seinem Leben zu unterschreiben? Gut, ich guck mal, was haben wir denn hier? Geh in die Villa, finde heraus, was in dem Dachboden ist. Oder liefere Pakete. Ja, nimm mir das da. Wir müssen sowieso alles machen, also von daher passt das schon. Da mache ich mir mal gar keine Gedanken. Ich habe eins gefunden, während ich eine arme Seele gejagt. Du darfst es behalten, aber das ist das einzige Mal, dass ich belohnt werde. Denn im Vertrag stand nie was von einer Vergütung, Drecksack. Ist aber, glaube ich, der gibt uns genug von den Dingern. So. Wir brauchen die Teile ja, um hier rauszukommen. Von daher. So. Darf natürlich nicht mit dem Stativ von meinem Mitbewohner, ist das so entspannt, weil du einfach da viel mehr Platz auf dem Schreibtisch hast. So, machen wir hier gleich weiter. Was sagt denn die Uhr? Ja, 14 Minuten. Easy. Postservice. Finale. Subkornbrunnen. Können wir da schon hin? Sollen wir da hin? Wir kriegen da auf jeden Fall einen neuen Aufsatz. Oder einen neuen Sticker für unseren Hut. Aber wie sie sich freut. Schade, dass die Kleine ihre Seele nicht dabei hat. Dann kann sie ihre
kannst es gar nicht genießen. Dahin müssen wir. Warte mal. Genau, ich habe doch genug um ein neues... Um uns... Ja, wir haben uns eine Fuchsmaske gestrickt. Super. No, creepy. So, mit dieser Fuchsmaske können wir sozusagen die Wahrheit sehen. In diesem Bereich. Ja, genau. Wir wollen sterben. Ja, genau. Okay, 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 okay. Ups. Wir müssen aufpassen. Wir können zwar bis zu einem gewissen Grad in diesem Subkornbrunnen laufen, hält sich aber in Grenzen. Wir werden nämlich hier auch... Bitteschön! Kriege ich hier auch irgendwas Besonderes? Ja, die machen jetzt neue Gebiete frei. Okay. Ja, wie schon gesagt... wir können hier bis zu einem gewissen Grad laufen. In diesem Dingsbums. Aber wenn wir da zu lange laufen... Also auch nicht mit dem Springen oder... Sondern einfach nach einer gewissen Zeit... Da werden wir einfach nach unten festgehalten. Das wollte ich euch mal kurz zeigen. So, die Dinger können wir natürlich... Da! Oh, du bist's. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ein neues Opfer in meine Falle tritt. Ich habe schon deine Seele genommen und alles. Hast du überhaupt deinen anderen Vertrag schon abgeschlossen? Nimm's nicht persönlich, Kleiner, aber bleib von meinen Fallen fern. Ich kann nicht so oft schreien, wie mir lieb ist. Du nimmst anderen Leuten das Erlebnis. Aber da du ja eh meine Falle gelaufen bist, kann ich auch gleich unsere Geschäftsbeziehung verlängern. Willst du meine Welt betreten und nun musst du dafür bezahlen. Ja. Such dir was aus. Welche Last willst du den Rest deines Lebens tragen? Geh in die Villa. Was haben wir hier? Die Seele... Deine Seele ist ins Plumpsklo abgehauen. Ups, das hört sich lustig an. Ja, müssen wir sowieso alles machen. Also von daher... Keine schlechte Wahl. Das wird ein Kinderspiel sein. Du lässt aber alle schweren Aufträge für die Neulinge. Was ziemlich gemein ist, wenn du... Ja, komm. Was auch immer. Ich bin weg zum nächsten Mal. So, wir können hier nicht hin. So, ja komm. Rennen wir mal ein bisschen rum. Hol ich mir noch mal ein bisschen Energy. Ein bisschen Energy. Wie kriege ich denn das Eis denn sauber? Gar nicht. Das muss aber irgendwie funktionieren. Na gut, komm, kriegen wir sowieso noch mal. Ach nee, komm schon. Hier, Sprinthut. Lauf, gotta go fast. Sonic ist nix gegen die Kleine. Hey, weg hier. So, genau, das war wichtig. Jetzt machen wir die Glocke an. Damit wird das hier ausgemalt und dann können wir hier entlang laufen. Nein! Können wir natürlich immer wieder erneuern. Will ich hier rein? Ja, ich soll hier rein, glaube ich. Ah, das ist also der Subkornbrunnen. Okay, da wollen wir hier mal rumklempnern. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Dieser Schatz könnte zu einem anderen Dingsbums passen. Okay. Böse Spinne! Böse! Kann doch nicht sein, einfach unsere Kleine hier so zu erschrecken. So, wir haben volle Leben. Die Frage ist, wo will ich denn hin? Ich glaube, dahin muss ich.
Das wird ein schöner Spaß. Oh. So, den muss ich... Ja, ich weiß, hat jetzt Aua gemacht, aber... Super! Drücke und halte X, um von Haken zu Haken zu schwingen. Oh, super. So, wir müssen jetzt da hoch. Okay, das hat sich automatisch ausgerüstet. Okay. Gut, jetzt können wir das da machen. Yeah! Also wenn das ein Klempner macht, dann will ich aber auch einer werden. So. Gleich nochmal einen Hutgarn. Ich habe keine Ahnung, ob wir die noch brauchen werden oder nicht. Oder wie viel wir von denen noch brauchen werden. Von daher einfach mal ganz entspannt bleiben. Und einfach mal mitnehmen, was wir kriegen könnten. So, wir haben genug gebadet. Okay, wir müssen also den Korken hier ziehen. So, und jetzt geht natürlich die Luzi ab. So, das wird ein Spaß. So, wir müssen natürlich hier ein bisschen uns sputen. Ne Mädchen. Haben auch geduscht. Super. Habt ihr schon gesehen. Wie? Okay, ist kein Problem, wenn wir auch schwimmen können, aber trotzdem. Nicht immer auf, okay. So, irgendeine Orbmaschine haben wir jetzt bekommen. Okay, also so richtig sputen müssen wir uns nicht, aber ich habe jetzt keine Lust darauf zu warten, dass der... Doch, wir müssen uns sputen. Wenn wir das nämlich jetzt mit dem Wasser gemacht hätten, wäre das, glaube ich, problematisch geworden. Ist egal, passt schon. Supi, das war der Subkornbrunnen. Und jetzt fließt auch das Wasser. So, den Vertrag haben wir erfüllt. Können wir jetzt gehen? Ich will meine Seele wieder haben. So. Super. Aber mit der Fuchsmaske, die Kleine sieht echt goldig aus mit all ihren Hüten. Ist cool. Finde ich wunderbar. Erst hatten wir schon Tee mit ihrem schönen seidigen Haar und jetzt haben wir die Kleine mit ihren Hüten und ihrem Regenschirm. Ist doch super. Immer mal was Neues, ne? Ja, ich weiß, dass wir da hin können, aber wir machen hier weiter. Was sagt denn die Uhr? Ja, komm, eine mal, eins. Eins. Machen wir noch. Time Rift detected. Super. Toilette des Untergangs. Machen wir aber später. Ich glaube, das... Das muss ich hier hin. Ich mache die Toilette noch nicht. Ja, da hast du recht. Bei so einem Plumpsklo möchte ich auch nicht auf Toilette gehen. Ich will dieses Zeitstück haben. Ja, die sind hier natürlich jetzt voll am Abspasten hier. Weil das Klo macht hier richtig Terror.
Jetzt wo der Brunnen wieder... Macht jetzt auch kein Aua oder so, also von daher alles gut. Aber ist trotzdem hier fett am... Abgehen. Die Frage ist, wo muss ich lang? Ah, da ist ein... Du hast diesen Hut, bekommst aber trotzdem was. Super. Können natürlich auch hier lang. Aber ich glaube, hier gibt es nichts groß zu finden. Och, Mist. Das ist so gemein. Ich will da doch nur hoch. Ich will gucken, was da so... Ich will das jetzt wissen. So, entschuldigt dafür, dass ich jetzt gerade hier mal ein bisschen... Ach Mist, ich habe vergessen, dass ich da zweimal springen muss. Also kann ich wenigstens mal die Rolle ein bisschen üben. Och Mann. Mädchen, komm, auf. Hm? Och Mann, da ist jetzt meine Schuld, dass ich jetzt so verkacke. Na gut, macht nichts. Der Part hält sich ja noch in Grenzen, was Zeit angeht. Obwohl ich ja den Time Rift nochmal weitermachen möchte, aber es kann halt sein, dass er hier oben ist. Was ich zwar nicht glaube. Okay, die kann also nach so einem Dash noch einen Sprung nach oben machen. So, hier ist noch eine Schatztruhe. Okay, noch ein Hutgarn. Was ist da unten? Gar nichts. Gut, dann will ich mal hier zurück. Da oben scheint noch was Interessantes zu sein. Ah, wie so ein kleines Äffchen. Boing. Uga, uga. Uga, ga. So, jetzt muss ich da lang. So, lass mich mal kurz überlegen. Wie kommt man denn da hin? Da lang wirklich? Noch Mist. Ach. Nee, okay, so richtig. Beware, beware. Du musst die Feuergeister finden, um in den Wald zu kommen. Bin ich doch schon. Habe ich doch schon gemacht. Jo, hier brennt's aber. Ist das ein Wollknoll dort drüben? Ja, wo? Ich guck einfach mal. So, okay. Die beiden muss ich besiegen, da komme ich da dran. Aber da möchte ich aber nicht, noch nicht rankommen. Wie komme ich denn da am besten hoch? Da hinten, da drüber. Okay. Kann ich da irgendwie so ein bisschen durchmogeln? Ja, warte mal, das müsste doch eigentlich... Mist. Na gut, dann muss das irgendwie anders da machen. Wie komme ich denn da jetzt am besten hoch? Ich will das wissen. Okay,
Hier kann ich noch nicht lang. Dazu muss ich erst irgendwelche Feuergeister finden. Of course. You know, I haven't seen a good solid network like yours for a long time. I wouldn't mind being strapped around a cute neck like yours. Alles klar. Gruselig as fuck, der Kerl. Aber von mir aus. Da links kann ich noch nicht lang. Okay. Da kann ich auch noch nicht lang. Dazu muss ich erstmal diese Feuergeister finden. Okay, aber wo seid ihr? Wo seid ihr, Feuergeister? Wo sind sie? Wo sind die hin? Wo sind die Feuergeister? Die müssen hier irgendwo in der Nähe sein. Das hat schon seinen Sinn, warum das Ding hier so ist. Und da ist der die nächste Falle. Da müssen wir den letzten Vertrag unterschreiben. Ich weiß, ich wollte eigentlich nur das Zeitstück hier gerade ein bisschen machen, aber was soll's? Wir müssen es ja sowieso irgendwann machen. Ah, da. Brauchen wir da zwei oder ein? Fünf! Fünf! Holy moly, Broly. Na gut. So, jetzt brauchen wir hier so ein Lulatsch. Komm mit. Mafia-Bilder weg. Super. Gut, das haben wir. Gut, der geht jetzt kaputt. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Ah, da ist so ein Teil. Super. Gut, wir müssen hier irgendwo hoch. Ich verstehe. Ne, Herzchen hat die Kleine genug. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Hier ist ein Grabstein. Alter, dieser Subkornwald ist so gruselig. Kannst du sagen, was du möchtest, aber ich finde den... So ganz sauber finde ich den aber nicht. Ich muss doch da irgendwie hoch und durchkommen. Lass mich raten, von hier... Super, ich habe schon wieder irgendwas gefunden. Schön, das bringt mich nur nicht weiter. Okay. Komme ich da hoch? Ja. Super, danke Spinnen. Da hinten ist das Teil, was ich gesucht habe. Wunderbar. Ich würde aber trotzdem gerne... wissen, wie ich da hochkomme. Hier ist wieder... Fuuuul! Narr, oh, du bist's. Ich hatte eigentlich gehofft, dass Neues, aber hab schon seine Seelen, alles, überhaupt nichts nämlich persönlich, aber bleibt mir von meinen Fallen fern. Ich kann nicht so oft schreiben, wie die Liebe ist. Okay, 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 okay. Narr, pipapo, Wald betreten. Sucht ihr aus. Obwohl, wir haben ja nur noch einen Vertrag. So. Unterschrieben. Super. Seele verkauft.
keine schlechte Wahl. Das wird ein Kinderspiel sein. Du lässt... Ja, komm, das sagt er immer. Als hätten wir eine andere Wahl. So, ich will trotzdem noch da irgendwie hoch. So, ein bisschen Kohle. Das ist ja ein goldiger Pilz. Boing. So, ich glaube, der rote Pilz, der haut uns ordentlich hoch. Naja. Muss ich echt diesen ganzen Weg entlang? Nur um diese Feuergeister zufriedenzustellen? Das kann eigentlich nicht sein. So, der hat jetzt nichts mehr zum Angucken. Das bedeutet, macht jetzt Aua. Und wir haben unseren neuen Hutgarn. Super. Ich bin mir gerade echt nicht so sicher. Ja, ich bin ja schon vorsichtig. Ich probiere es mal von hier nochmal. Die Zeit ist ein bisschen verlangsamt, wenn wir das machen, aber nicht ganz. So, lass mich mal überlegen. Wir müssen irgendwie da lang. Die Frage ist, komme ich hier überhaupt lang? Okay, das haben wir. Da hoch können wir auch. Ach. I would be honored to be the one who squeezes the life out of you. Naja, ich weiß. Dir würde es gefallen, wenn du derjenige wärst, der mir das Leben aussaugt. Am Arsch ist Duster. Du kriegst kein Stück von unserer Kleinen. Du kannst mich mal. So, Hutgarn. Wir sind jetzt hier oben. Ich würde das sehr ungern irgendwo dabei belassen. Ich würde sehr ungern wieder runter. Die Frage ist, habe ich denn überhaupt eine andere Wahl? Ach Mist, okay, da komme ich sowieso nicht lang. Gut, ich muss diese Feuergeister besiegen, sonst komme ich da nicht weiter. Die Frage ist, wie kann ich die... Also nicht besiegen, sondern wie kann ich denen in Klammern helfen? Die haben ja keine Lust mehr auf den ganzen Schiss hier. You can grab onto me whenever you'd like, as long as I get a glimpse of that neck of yours. So. So weit komme ich nicht. Und da komme ich auch nicht lang. Ich könnte hier hoch, aber die Frage ist, was bringt's mir? So. Warte mal, hier komme ich hoch. Ja, der Part wird ein bisschen länger, aber das lasse ich mir jetzt, was das angeht, eigentlich nicht nehmen. Ihr habt die schon gesehen. So, 4 von 5. Das bedeutet, wir müssen eigentlich nur noch hier irgendwo lang. Die Frage ist, wie komme ich denn da hin? Okay, so komme ich da nicht rein. Ich komme da nur raus. Okay. Ah, okay, ich weiß, wie ich da reinkomme. Und dann gucke ich mir das mal an. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ich hätte da so einen unglaublichen Schiss. Vor allem so als kleines Mädel. Nein! Och, Mist. Na gut. Kommt die Kleine denn so noch da hoch? Ey! Nein! Lass mich in Ruhe! Ey! Wer bist du? Nein!
Alter! Was geht denn mit der ab, ey? Okay, ich muss sowieso noch da hoch. Okay, super. Wieso machst du denn keinen Doppelsprung, Mädchen? Ich will doch da nur hoch. Warum komme ich... Hä, warum komme ich denn da nicht hoch? So, wie komme ich denn da hin? So, der macht jetzt Aua. Okay, das war nur ein Token. Macht aber nichts. Alter, diese creepy Statue, die meinte ich. Die sind so creepy. Oh. Wenn du echt damit nicht rechnest, dann bist du aber ganz schön. So, lass mich mal überlegen. Da hoch müssen wir. Das bedeutet da lang. Okay, die Glocke brauchen wir hier. Die haben natürlich einen größeren Radius, aber durch die Maske haben wir auch so einen kleinen Radius. Sieht schon... Aber die Kleine ist goldig. Schön gemacht. So, okay. Dann haben wir eigentlich alles. Dann sind die Geister hier auch schon weg. Bitteschön. So, dann haben wir das schon mal. Wunderbar. Mehr brauchen wir nicht. Und jetzt will ich eigentlich nur noch zurück. Und dieses Zeitrift machen. Ist doch ein längerer Part geworden als gedacht. Ich dachte so 30, 40 Minuten. Aber was sagt denn der Timer? Ja, 42 Minuten. Das passt noch. Dann holen wir das Ding noch schnell mit. Aber vorher noch voll leben. Ah, sind wir schon. Okay. So, lauf. Lauf, Mädchen, lauf! So, da muss ich jetzt nur noch irgendwie hoch. Ja, das geht ja einfach. Ich weiß gar nicht, ob das normales Wasser ist oder ob das auch diese Grabschbrühe ist. Zeitrisse, Rohr, super. Ich habe keine Ahnung, was das Rote macht. Gut. Also ich fand die andere Musik, die Zeitrissmusik fand ich da wesentlich angenehmer. Aber die ist auch schön. Okay, na, hier brauchen wir den Haken, das ist klar. Ich finde diesen Sprung total genial. Boah. Boah, ich habe gedacht, ich falle jetzt runter und muss es neu machen. Boah, da muss ich jetzt aber... Geil. Die hätte ich gern. Einwohnermaske. Super, unsere Maske sieht jetzt etwas anders da aus. Oh, super. Da freue ich mich auf jeden Fall. So, dann würde ich...
ich und die Kleine sagen jetzt mal für diesen Part schickt's. Na, ist ein bisschen länger geworden, aber passt schon. Oder was sagst du? Oh, hi there. Bye, bye. Goodbye. Goodbye. Habt ihr gehört, ne? Gute Nacht. Bis dahin, macht's gut. Ich wollte schon sagen, gute Nacht, aber nee, macht's gut. Ciao.